devil will take their heads. So, willkommen hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Spiel, und zwar Cuphead. Wie gehört damit gnadenloser Shooter in einer total sympathischen, handgezeichneten Umgebung. Also ich bin gespannt. Ich habe es mir auf keiner anderen Konsole geholt. Also ich habe Lust. Ich hoffe ihr auch. Wir testen es mal. Start, Erfolge, Option. Gehen wir auf die Option. Audio. Ja. Audio machen wir mal kurz die Musiklautstärke ein bisschen weiter runter. So. Cool. Und die Gesamtlautstärke runter machen, ne? Wie einfach so vielleicht? Also, okay. Obwohl die Musik jetzt sehr, sehr cool ist, aber wir schauen mal. Grafik. Sprache? Deutsch natürlich. Gut, dann fangen wir mal an. Neu. Der Spieler wählen. Wen wollen wir sein? Blau oder rot? Blau oder rot? Blau oder rot? Ich spiele mit Blau. Keine Ahnung, ob es da Unterschiede gibt. Das weiß ich gar nicht. Hab mich echt nicht erkundigt so richtig viel. Ich habe es nur irgendwann mal gesehen, einen Trailer irgendwie über YouTube, und dann dachte ich mir, wie geil ist das Spiel denn? Aber ich wollte warten, bis es auf der Switch kommt. Weil ich es gerne darauf spielen wollte, auf der Couch. Los geht's. Es war einmal der magische Ort, der Tintenfassinsel genannt wurde. Dort lebten zwei Brüder, Tassilo und Potkop. Sie führten ein sorgenfreies Leben unter dem wachsamen Aufsicht des weisen Opa Kessel. Eines Tages streiften die beiden Jungen weit von zu Hause entfernt umher. Sie landeten trotz der vielen Warnungen von Opa Kessel in einem armen Viertel und betraten das Teufelscasino. Darin hatten sie sich schon kurz darauf eine Glückssträhne am Würfeltisch. Mein lieber Scholli, rief da der schmierige Manager des Casinos, König Würfel, die beiden können einfach nicht verlieren. Netter Lauf, Jungs, lachte dein Neuankömmling. Den Brüdern verschlug es in Atem. Es war der Casino-Besitzer, der Teufel höchstpersönlich. Wollen wir den Einsatz erhöhen? Schlug er mit einem breiten Grinsen vor. Wenn ihr noch einmal gewinnt, kriegt ihr die Bank, grünte der Teufel. Aber wenn ihr verliert, bekomme ich eure Seelen. Einverstanden? Geblendet von der Aussicht auf leicht verdientes Geld, nickte Tassilo und nahm sich die Würfel. Nein, Tassilo nicht, schrie Potkop auf, weil er die Gefahr erkannte. Aber es war natürlich zu spät. Einserpaar, schlachte der Teufel stampfend auf. Ihr habt verloren. Die Brüder zitterten vor Angst, als sie sich über sie beugte. Nun zu euren Seelen. Die Brüder flehten um ihr Leben. Es muss doch eine andere Möglichkeit geben, dich zu bezahlen, stammelte Potkop. Ja, bitte, Mister, fügte Tassilo hinzu. Tassilo hört sich so ein bisschen wie Tassimo, diese komische Maschine, wo kein Kaffee rauskommt, sondern irgendeine Plörre. Möglicherweise, kicherte der Teufel und zog ein Blatt Papier vor. Hier ist eine Liste meiner flüchtigen Schuldner. Besorgt mir ihre Seelen, damit gnade ich euch zwei Tässchen vielleicht. Macht euch auf die Socken, brüllte der Teufel und schmiss die beiden heraus. Ihr habt bis morgen um Mitternacht Zeit, die Seelen zu besorgen, ansonsten hole ich mir eure. Tassilo und Potkop hatten schreckliche Angst und rannten so schnell sie konnten davon. Komm schon, Potti, keuchte Tassilo. Wir müssen Opa Kessel finden, er wird wissen, was zu tun ist. Jo, jo, jo. Wie charmant das alles gezeichnet ist. So richtig schön oldschool. Da habt ihr Jungs euch einen schönen Schlamassel eingebrockt. Ich weiß, dass ihr keine Diener des Teufels werden wollt. Aber wenn ihr ablehnt, weiß ich nicht, was mit euch geschehen wird. Ihr müsst erstmal mitspielen, besorgt die Verträge und macht euch auf echte Drecksarbeit gefasst. Eure Schuldnerfreunde werden euch nicht gerade wohlgesonnen sein. Wahrscheinlich verwandeln sie sich sogar in schreckliche Bestien. Nehmt diesen Trank, damit sie euch nicht erledigen. Er verleiht euch außergewöhnliche Zauberkräfte. Okay. Jetzt geht an meinen Schreibtisch und benutzt das mystische Tintenfass. Macht euch auf eine Rauferei gefasst. Ein Tintenfass ist auch ganz geil eigentlich, ne? Ach, guck mal, ich kann mich bewegen. Ah, guck mal, hier ist die Einführung. Gucken wir mal. Mann, das sieht echt nett aus. Rein optisch so, ne? Ich hoffe, dass diese Geschnörkel aber weggeht beim Spiel, weil das muss nicht durchgehend sein, finde ich. Die Einführung. Ducken, zum Ducken gedrückt halten. Okay. Springen. Sprinten. Okay, warte. Nee, warte. Ah, okay. Lustig ist eigentlich, ne? Stehen bleiben, zum Stehen bleiben gedrückt halten.
achtfaches Zielen. Ah, okay. Ja, cool. Schlag abwehren. In der Luft auf Springen drücken, um die pinken Objekte zu annullieren. Ah, okay, warte. Ah, okay. Wiederbeleben. Du kannst mit einer guten, getimten Parade auf den Geist deinen Toten von wiederbeleben. Testen wir mal. Hier nicht. Parade? Okay, warte. Ah, sehr gut. Okay, wir spielen ja leider Einzelspieler, deswegen ist es nicht so schlimm. Ex-Angriff. Ein Spitzangriff, der eine super Meta-Karte erfordert. Okay. Münzen. Sammle Münzen, um Gegenstände im Shop zu kaufen. Okay, also, ich bin gespannt. Also, das ist schon ein reiner Jump-Run-Shooter. Und soll ja schon sehr schwer sein, wie ich es gehört habe. Können wir mal reden? Doch, hier. Ihr müsst alle Schulden erledigen, um weiterzukommen. Zack, zack. Einführung haben wir ja. Ben? Gehen wir jetzt raus aus dem Spiel? Was bedeutet das? Ah, okay. Das sind die Treppen. Okay, hier kann man, das ist eine Außenwelt. Kann man da oben hinten auch hin? Nee. Das ist ein Briefkasten. Kann nichts machen. Ausrüsten. Kann man ausrüsten? Waffe A, Waffe B, super Amulett. Okay. Okay. Gut. Sieht ganz nett aus alles, ne? Wer denn? Hallo Leute! Ihr sitzt in der Patsche, was? Ich war früher genauso. Hab mir immer Ärger aufgehalst. Bin gerannt, gesprungen, hab geballert. Aber inzwischen gehe ich lieber einfach nur ins Kino. Aber ich werde euch helfen. Hier, nimm das. 3 Goldmünzen erhalten. Das ist ein Shop. Sollen wir reingehen, Shop? Machen wir. Schwarzes Laden. Dann betreten wir. Okay, das ist die Specksparte. Wie viele Münzen haben wir? 4. Jäger, Ex, Chaos-Obbeat, hohe Reichweite und wenig Schaden. Kein Zielen erforderlich. Ein Herz. Eine Kartätsche, Ex. Achtläufig, kurze Reichweite und hoher Schaden, wenn du nah an dein Ziel bist. Rauchbombe? Reisel? Jumbo-Abpraller, hohe Flächenwirkung, normaler Schaden, rückwärts zielen für maximale Reichweite. Lass mal nehmen. Kauft. Gut, mehr haben wir auch nicht. Mal gucken, ob wir die ausrüsten können direkt. War schon cool. Also, warte mal. Ah, bisschen schneller beim Laden kann es ruhig sein. Einkäufe zu benutzen, muss man sie ausrüsten. Seht dazu auf euren Aufrüstungskarten nach, ihr Penner. Okay, danke für die nette Einführung. So, können wir die hier einsetzen? Da, auch ausgerüstet. Gut. Hab ich auf B das und auf A das. Und was hier? Die Wurzelmeute. Botanik? Oh, Schwierigkeitsgrad. Was machen wir mal? Wollen wir erstmal normal machen und dann gucken, wenn es scheiße ist, machen wir leicht. Nochmal. Gucken wir mal. Das ist ein erstes Level, würde ich sagen. Ich weiß auch nicht, wie viel Leben hat. Vielleicht hat man ja auch nur einmal getroffen und ist tot. Ich weiß nicht. Oh. 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 Oh Mann! Kann ich nicht töten? Oh! 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 Oh nein! Heieiei! Gebuttert, gestampft! Erneut versuchen, klar! Okay. You're
Oh nein. Ah, das warst du, Penner. Eieiei. Nein! Der kann auch sterben, und den? Ach Quatsch. Eieiei. Okay. Ja. Oh. Die sollen wahrscheinlich von den Tränen getroffen werden. Glaub ich mal. Oh. Und oh, ich muss. Ach. Nein. Oh. Oh. Okay, aber man hätte es fast geschafft. Wir probieren es nochmal. Was ist das denn für ein Scheiß? Okay, man kann die ganze Zeit schießen, während man springt. Das ist natürlich nicht schlecht. War die nicht schneller so? Okay. Ich dachte schon, ich muss die ganze Zeit den Button smashen, das dauert ein bisschen lange. Oh nein! Alter! Leben hat das Scheißviech denn? Oh nein! Wie viel Leben hatten diese scheiß Karotte? Oh. Alter, wie viel Leben hatten das Scheißviech? Plant Biokaratin. Okay. Ah, oh, komm, eine Runde versuchen wir mal. Thank you.
Ach so. Direkt nach oben schießen, natürlich einfacher. Okay. Alter, diese blöde Karotte. Oh, Bugs Bunny. Was ist denn Kopf? Oh. Perfekter Lauf. Arm streichen. Das war doch nicht schlecht. Gut, haben wir geschafft. War jetzt, glaube ich, auch nicht so schwer. Was ist denn das? Krieg ich eine Note? Die Ergebnisse. Parieren. Okay, parieren haben wir nicht. Fertigkeitsstufe, Note. Ein brandneuer Rekord. Ja, ist ja auch der erste, ne? So. Ach. Hätte man auch machen sollen als erstes. Wurzelmeute Seelenvertrag erhalten. Ah, guck mal. Sieht aber nicht nett aus da hinten, der. Was ist er denn? Umf! Ich wäre ein Idiot, wenn ich meine Kohle zur Bank bringen würde. Wahrscheinlich treibt der Teufel auch dort sein Unwesen. Die bekommen mein Gold nie, wenn ich es überall gut verteile. Und sollte irgendjemand ein, zwei Münzen finden. Haha, schön für ihn. So sehe ich das. Umf! Okay. Geht's nicht weiter? Dann müssen wir wahrscheinlich zu diesem Steamboat hier. Okay, machen wir erstmal normal und gucken, ob wir da weiterkommen. Wenn es scheiße läuft, dann machen wir natürlich das andere. Mein Gott, du. Also, rein grafisch schockt das Spiel wirklich. Oh. Dort ein nahtloses Spiel. Oh nein. Oh, scheiße, von beiden Seiten. Boah, okay. Muss man wahrscheinlich schneller kalt machen. Das machen wir nochmal. Pass mal auf. Jetzt mal voll draufballern nur. Ah, es ging noch gut. Oh. Das, oh, was ist das denn? Wie weit waren wir denn? Oh, nicht mal zum zweiten Ding gekommen. Eieieiei. Schon im Hintergrund, diese Grafik ist einfach ein Highlight. Oh.
Oh nein. Oh! Okay, okay, man muss auch genau wissen, wie die alle reagieren hier. Oh, warum schießt ihr nicht? Warum schießt ihr nicht? Achso. Oh. Ah, ich bin doch schon hochgesprungen. Shit. Ich bin bis dahin gekommen. Also das ist nochmal. Ah. Warte, machen so einfach. Oh, ich hasse das. Shit. Ah. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das ist echt schwer. So, so, wir suchen mal leicht. Mal gucken, ob leicht wirklich leichter ist. Ich weiß nicht. Mann, ey. Hätte ich jetzt gedacht, dass wir ein bisschen besser sind, aber naja. So. Erstmal hat geschossen. Okay, es kommen ein paar weniger Viecher, wie man sieht. Okay. Okay, das ist wirklich sehr viel leichter. Sehr viel leichter, wie man gesehen hat. Naja. Ein super Rekord, aber immerhin sind wir erstmal weitergekommen. Vielleicht gehen wir nochmal zurück und probieren das. Aber wir probieren jetzt erstmal alle Versionen erstmal auf normal und dann immer noch auf leicht danach. Oh, eine Brücke jetzt. Sehr gut. Nicht vergessen, Seelenverträge könnt ihr nur in regulären Kämpfen gewinnen. Und jetzt ab mit euch. Ach Quatsch, das mit der leichten Version kann ich es nicht bekommen? Warte mal, hab ich... Ist es echt so? Echt? Krieg ich nicht. Krieg ich nur, wenn ich die Original kille. Das ist ja beschissen. Na gut, wir gehen trotzdem mal kurz ins nächste Level, gucken kurz rein. Und dann müssen wir uns ja was anderes überlegen, ne? Wie ist eine schöne Dame. Verschwindet! Geister! Oh Moment! Ihr seid echt! Wollte ich gerade mit in die Parade reinreifen. So wird man natürlich mit den Geistern hier fertig. Nur Hohlköpfe schießen auf Sachen, die gar nicht da sind. Wo wir gerade bei Fehl am Platz sind, würdet ihr bitte verschwinden? Ihr verschreckt die Fische. Sehr nett. Gehen wir hier rein? Gucken wir mal an. Mausoleum. Okay, wir müssen auf jeden Fall das Schwere noch schaffen, sonst kriegen wir den Vertrag nicht. Das kriegen wir auch noch hin. Now go.
You died? Ach so. Was denn? Was soll ich hier machen? Ah, okay. Okay, hier müssen wir die so ein bisschen abhalten. Oh, ich glaube, es werden immer mehr und immer schneller, ne? Aber bekommen? Mann, oh Mann, ich weiß gar nicht, wie ich euch dafür meine Befreiung danken soll. Wo sind bloß meine Nieren? Ich hab mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich bin der legendäre Kelch. Schön, euch kennenzulernen. Ich wurde auf der Suche nach Magie von diesen Geistern eingesperrt. Wenn wir gerade von Magie sprechen, bitte nehmt dieses Geschenk, es wird euch helfen. Auf der Tintenfassinsel gibt es noch mehr Mausoleen. Ich frage mich... Oh? Ah, cool. Gut. Du hast ein neues Super freigeschaltet. Was ist denn Super? Was war? Meine Güte, nicht vergessen, dass Superkünste vor dem Einsatz erst im Menü ausgerüstet werden müssen. Okay. Super. Nichtschall, ein fieser Angriff schießt aus deinem Kopf. Nur horizontal, Boden oder Luft. Okay. Gut, also wir müssen jetzt nochmal zurückgehen. Geht's ja nicht weiter. Es geht hier wahrscheinlich erst weiter, wenn wir dieses Ding hier geschafft haben, ne? Wir gehen nochmal hin und müssen nochmal auf normal machen. So, wir probieren jetzt eine Runde. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann stoppen wir trotzdem mit der Folge, glaube ich. Oder ich schneide die Folge ein bisschen zusammen. Vielleicht ist es besser. Eine Runde machen wir noch. So. Oh nein. Ja, den Leben verloren, sich doof. Mist, ey. Das hätte man ein Leben, das hätte ich noch gut behalten können. Die Energie da, den einen Leben, sage ich schon, also Lebenspunkt. Okay, so. Okay. Warte mal. Oh, Mist. Das ist ja gemein. Okay, muss man vielleicht... Ah, shit, ey. Oh nein, jetzt kommen die Beschissenen. Ja. Yes! Wir haben es geschafft. Wes! Was geht denn? Gut. Ich glaube, es war nicht so super, aber... Immerhin ein B-Minus, immerhin ein B-Minus.
Ja, aber ich würde sagen, hier hören wir auch direkt auf. Ich danke fürs Zuschauen, hoffe, es war Spaß und mir macht es definitiv Spaß. Das heißt, wir werden es durchspielen. Ja, und bis dann. Tschüss.